Tobi, zu dir. Matze,
spannendes Spiel bis zum Schluss, sogar bis zur letzten Sekunde, kann man sagen. Ja. Ich glaube, zufrieden kann man sein, oder? Ja. Also mit dem Spiel vielleicht nicht, aber... Ist geil, war schwieriger auf dem Boden zum Spielen, aber mit dem kämpferischen und läuferischen Einsatz von der Mannschaft bin ich absolut zufrieden. Haben natürlich saublöde 1-0 gekriegt mit dem Halbzeitpfiff. Hätten eigentlich meiner Meinung nach auch schon 1-2 schießen können. Auch 1-2 kriegen können, war wirklich ein super ausgleichendes Spiel und ich denke auch für jeden Zuschauer super spannend. Und der Sieg am Schluss, denke ich, war nicht unverdient. Natürlich glücklich, wenn es in der 90. wenn der Keeper einen Elfmeter hält, aber haben wir uns, glaube ich, auch mal verdient. Ja, ihr habt ja letzte Woche, glaube ich, in Hahnbach auch einen Gegner gehabt aus dem oberen Drittel. Ja. Jetzt wieder. Ihr habt eigentlich vor der Winterpause einen sehr guten Lauf gehabt. Ja. Wie kann man jetzt weitermachen? Also ihr seid ja eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht böse gemeint, aber im Niemandsland. Eigentlich sind wir jetzt im Niemandsland, das ist richtig. Aber wir haben das im Winter auch mit der Mannschaft so kommuniziert. Wir nutzen das jetzt auch als Vorbereitungsphase. Wir haben zum Beispiel, wir haben mit zwei Jugendspielern von Anfang an gespielt. Der eine hat auch in Hamburg schon das Tor geschossen und heute auch wieder das 2-1. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und wir wollen da immer mehr einsetzen. Ab nächste Woche haben wir noch einen zusätzlichen Jugendspieler, der wohl spielberechtigt ist. Das ist auch nochmal ein sehr guter Mann. Und auch der wird seine Einsatzzeit nicht so kriegen. Und dann schauen wir mal, was im Sommer, dass wir gute Vorbereitung spielen. Und dann müssen wir mal gucken, wie es ausschaut nächste Saison. Alles klar. Matze, ich danke dir. Alles Gute für die nächsten Spiele. Und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Jawohl. Und vielleicht... Wieder mit einem Sieg. Wieder mit einem Sieg, genau. Okay. Alles klar. Danke. Mach's gut, gell? Servus. Ja. Markus. Ja. Das haben wir jetzt dazu sagen. Ein wenig unglücklich war es schon, aber im Endeffekt ist man, glaube ich, auch ein bisschen selber schuld, oder? Muss ich dir zustimmen, ja. Klar haben wir am Ende vom Spiel noch den Elfmeter bekommen, wo ich ehrlich gesagt die Situation nicht im Blick gehabt habe, ob es einer war oder nicht. Aber wir haben die Möglichkeit zum Ausgleich, lassen dann die Chance leider liegen. Wir haben versucht, dann vorne wirklich nochmal was zu machen. Im Ende vom Lied war es dann trotzdem so, dass wir irgendwo dann selber schuld waren. Ja. Wie hast du das Spiel so im Allgemeinen gesehen? Es war eigentlich, so wie der Matze jetzt auch gerade sagte, ziemlich ausgeglichen. Aber ihr habt doch dann in der zweiten Halbzeit doch versucht, mehr Druck zu machen. Wir haben versucht, den Druck aufgrund des Tors, was wir kurz vor der Halbzeit geschossen haben, verdienterweise, den Druck einfach mitzunehmen. Es ist immer schwierig, dann für einen Gegner in so einer Situation ein Tor zu kriegen. Das wollten wir ausnutzen. Haben auf den Flügeln dann noch was versucht, um mehr Schwung, mehr Energie reinzubringen. Muss man jetzt erstmal sacken lassen, was da wirklich der Hintergrund war. Sehr enttäuschend im Moment, ja. Ihr habt jetzt nach der Winterpause leider nur einen einzigen Punkt. Der Anschluss, glaube ich, wird jetzt doch ein wenig schwieriger, oder? Es wird richtig schwierig. Die anderen lassen nichts liegen. Gut, Edelsfeld haben heute wieder nicht gespielt, haben Wiederholungsspiel, aber es wird verdammt schwierig. Aber ich sage es immer wieder, wir müssen nicht, andere müssen. Wer weiß, was noch passiert. Es gibt noch 7 Spiele. Muss man schauen, was passiert, aber ja, wird schwierig. Alles klar, gut. Okay. Ich wünsche euch alles Gute, Markus. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Alles klar, danke schön. Gut, mach's gut. Okay. Ich wünsche dir was.